Hallo Herr Holm, vielen Dank, dass Sie heute da sind bei der 6. Karlsruher Jugendkonferenz. Wie können Sie denn im Rückblick von der Jugendkonferenz berichten? Sind Sie zufrieden mit den heutigen Ergebnissen? Ich bin mehr als zufrieden. Ich war 30 Jahre lang Schulleiter und ich habe immer gedacht, die fantastischen jungen Leute, die ich in die Schule gehabt habe, die haben eigentlich Stimmrecht, wenn die 16 Jahre alt sind. Und oft sind die nicht richtig in Politik interessiert, aber das merkt man hier, dass hier war eine richtige Vorbereitung, eine Diskussion und ich finde, das sind sehr gute Vorschläge und ich bin überzeugt, dass wir Politiker, wir nehmen das jetzt mit in den Gemeinderat und können viel von diesen guten Ideen umsetzen. Ja, ich finde, das ist ein Schritt in Richtung einer demokratischen Entwicklung. Ich persönlich bin ursprünglich Däne, dort machen wir das oft. Ich war auch Schulleiter in Oxford und München und hier ist es relativ neu, aber ich finde es eine tolle Idee. Also welches Projekt hat Sie denn am meisten interessiert persönlich heute? Ah, jetzt muss ich klar ein bisschen lächeln als Schulleiter 30 Jahre lang, dass selbstverständlich diese Fridays for Future war ein großes Thema. Auch hier, das kann man verschiedene Meinungen haben, nicht über die Umwelt, das ist sehr wichtig, aber wie man die Demonstrationen gestalten soll. Aber eigentlich bin ich in Abfallwirtschaft und was mich hier besonders interessiert hat oder habe, war eigentlich die Mülltrennung in die Innenstadt, dass wir hier in die City haben wir keine Mülltrennung. Wir haben Mülleimer, aber keine Mülltrennung. Und die jungen Menschen haben gesagt, warum ist es eigentlich so? Sollen wir nicht untersuchen, ob man andere Stellen, andere Städten eine Mülltrennung haben? Das haben wir beispielsweise in meiner Heimatstadt in Kopenhagen. Könnte man etwas so hier auch machen? Und das habe ich akzeptiert, Paten zu sein. Und jetzt will ich das Thema dann weiterführen. Es freut mich zu hören, dass Sie auch selbst Pate geworden sind. Und hoffe, dass Sie dann in der Zukunft sehr viele Schritte mitgehen können mit den Jugendlichen. Und dann danke ich Ihnen, dass Sie heute da waren bei der 6. Karlsruher Jugendkonferenz und dass Sie sich so für die Jugendlichen engagieren. Ich bedanke mich auch. Ich habe großes Vertrauen in die Jugend.